Es gibt unfassbar viele verschiedene Stilrichtungen. Wie soll man da seine eigene Stilrichtung finden? Sich selbst treu zu bleiben, sich nicht zu verkleiden, trotzdem herumzuprobieren und seinen eigenen Style zu finden. Leute, das ist gar nicht so einfach. Aus dem Grund gibt es heute ein paar Tipps, beziehungsweise eher sind es Hinweise, um den eigenen Style zu finden. Denn du kannst nicht einfach Tipp 1, 2, 3, 4, 5 machen oder befolgen und dann hast du deinen eigenen Style gefunden. So funktioniert das Ganze nämlich nicht, denn das ist ein Prozess und das kann unter Umständen auch einfach ein bisschen länger dauern. Erstens, du solltest dich erstmal mit dir selber beschäftigen. Was meine ich damit? Man muss sich natürlich auch erstmal selbst kennenlernen. Wer ist man eigentlich? Wer ist man als Person? Was trägt man denn gerne für Kleidung? Und dann kannst du dir auch zum Beispiel Fragen stellen wie, trägst du eine aktuelle Kleidung gerne? Bist du zum Beispiel eher der sportliche Typ? Was machst du in der Freizeit? Was sind deine Hobbys? All das sind Fragen, die kann ich nicht für dich beantworten, die musst du selber beantworten. Und wenn du dir diese Fragen beantwortest, dann bist du dem Ganzen schon mal ein bisschen näher, denn dann kannst du darauf basierend einfach in eine richtige Richtung gehen oder einfach sagen, in die Richtung möchte ich eher nicht gehen. Und zusätzlich zu den Fragen solltest du einfach mal überlegen, was für Stilrichtung gibt es eigentlich, damit das kein großer Dschungel an verschiedenen Klamotten ist und ein Wirrwarr, sondern einfach wissen, welche Stilrichtung gibt es eigentlich. Zum Beispiel Casual, Business Casual oder Smart Casual, dass du einfach weißt, in welche Richtung du dich selber auch ein bisschen einordnen kannst, denn das macht das Ganze dann wesentlich einfacher. Kommen wir mal zu meinem Beispiel. Ich persönlich sage zum Beispiel, ich habe noch nicht für mich die perfekte Garderobe gefunden. Wie eben schon gesagt, das ist auch ein Prozess und der entwickelt sich auch Step by Step. Aber ich bin vom Typ her eher der sportliche Typ, der es auch gerne bequem mag. Mag es aber auch gleichzeitig gerne, mich sehr elegant und schick zu kleiden. Hört sich erstmal so an, als ob das nicht zusammen passen würde. Ist aber nicht so. Denn nichts ist in Stein gemeißelt. Du kannst auch verschiedene Stilrichtungen miteinander kombinieren. Und wenn ich dann sage, hey, mir gefällt sportlich und bequem, mir gefällt aber auch schick und elegant, dann kann man das natürlich auch zusammenfassen zu einem sportlich eleganten Look und zu einer sportlich eleganten Garderobe. Und wenn du dich mehr mit dir auseinandersetzt und weißt, in welche Richtung du gehst, eins kann ich dir sagen, mein Freund, dann wirst du die Outfits auch mit einer richtig breiten Brust tragen und bist direkt selbstbewusster. Next one. Basics kaufen, haben und verstehen. Kurze Info, was sind denn eigentlich die Basics? Basics sind Kleidungsstücke wie zum Beispiel weiße, blaue, schwarze T-Shirts oder eine blaue und eine schwarze Jeans. Und die bilden einfach die Grundlage für ganz, ganz viele verschiedene Outfits. Und die solltest du einfach erstmal verstehen. Denn du kannst ja nicht direkt in der Champions League spielen, sondern du musst ja erstmal in der Kreisklasse den Ball von A nach B bringen und ein paar Tore schießen, bevor du eine Liga höher spielen kannst. Außerdem ist es so, dass bei den Basics, wenn du die erstmal verstehst, dann siegt halt der Fokus auf deinem Körper und auf den Schnitt der Ware, also auf den Schnitt der Kleidung. Denn dann verstehst du deinen Körper und dann verstehst du auch die Schnitte. Denn bei den Basics sind keine Prints oder so drauf, sondern das sind ganz einfache Kleidungsstücke. Und wenn du das erstmal drauf hast, dann können wir eine Etage weitergehen. So Leute, und jetzt sind wir in der nächsten Etage. Und was machen wir da, wenn wir in der nächsten Etage sind? Dann können wir anfangen auszuprobieren. Und probieren geht bekanntlich über Studieren. Und jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Man hat vielleicht irgendwie ein Kleidungsstück, ein T-Shirt oder eine Jacke an einem Model gesehen oder in einer Kampagne und man denkt so, wow, das sieht mega geil aus. Und dann probierst du das selber an, hast es an und es steht dir irgendwie gar nicht. Deshalb ist es enorm wichtig, dass man einfach dann auch einfach Sachen ausprobiert und die Klamotte auch an sich selbst getragen sieht, um dann entscheiden zu können, passt mir das oder passt es eher nicht. Und Leute, umso mehr ihr probiert, umso schneller kommt ihr auch in die richtige Richtung. Und man bekommt einfach auch so ein Gespür dafür. Man wird so ein bisschen sensibilisiert und bekommt ein Auge dafür, was zu einem passt und was nicht. Und klar, da gibt es auch mal Kleidungsstücke dabei, die vielleicht dann irgendwie nicht so gut sind und man hat vielleicht auch mal einen Fehlgriff. Aber umso mehr du ausprobierst, umso schneller kommst du dahin. Deshalb keine Angst vor Fehlern und setz dich auch auf gar keinen Fall unter Druck, sondern das ist ein Prozess, das muss einfach Step by Step entstehen und irgendwann wirst du auf jeden Fall dein Ziel erreichen. Und auch wenn dir beim Probieren mal gar nichts gefällt und irgendwie du das Gefühl hast, ey, das passt mir alles nicht, ist ja auch nicht schlimm, ja? Auch wenn du weißt, was dir nicht gefällt, bist du ja auch schon mal einen Schritt weiter gekommen, ne? Dran denken. Und wenn du neue Sachen ausprobierst, dann mache ich es immer so, ich stelle mir dann folgende Fragen. Fühle ich mich in der Kleidung wohl? Fühlt die Kleidung sich gut an auf der Haut? Ist es Qualität? Und sieht es gut an mir aus? Ja? Und wenn du diese Fragen positiv beantworten kannst, dann weißt du schon mal, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Und wenn du grundsätzlich schon mal ein paar grundlegende Guidelines mit an die Hand haben möchtest, dann lad dir einfach mal den Men's Style Guide runter. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und es gibt dir einfach so die Grundlagen mit an die Hand, um sich in diesem Thema einfach ein bisschen besser auszukennen. Mit dem Gutscheincode DIANCORDE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Ich verlinke dir das Ganze unten in der Infobox. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Farbe. Die Farbe ist auch unfassbar wichtig, auch für deinen Style. Denn stell dir mal vor, du hast ein identisches Outfit, T-Shirt und Jeans, einmal in schwarz und einmal in bunt. Der Stil ist ein komplett anderer. Wichtig bei den Farben ist Folgendes. Man muss einfach wissen, welche Farbe zu einem passt. Und dabei wird kategorisiert in 4 verschiedene Typen. Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und wenn man sich einer Kategorie zuordnet fühlt, dann weiß man schon besser, welche Farbe zu einem passt. Das heißt nicht, dass es genau nur diese Typen gibt, also diese 4 groben Typen, sondern es gibt natürlich auch Mischtypen. Ich bin zum Beispiel auch ein Mischtyp. Ich bin so ein Typ zwischen Sommer und Frühling. Aber es ist einfach wichtig, dass man weiß, welcher Typ man ist, um darauf basierend halt die passenden Farben zu wählen, damit man nicht ins Klo greift. Und, by the way, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke dir das Video hier oben in den Infocards. Und Leute, versteht mich nicht falsch, ne? Also nicht, wenn ihr sagt, hey, ich bin der Sommertyp und mir steht hellblau, dann musst du nicht nur hellblau tragen, sondern du sollst schon am Ende des Tages tragen, was dir gefällt und auch dich darauf ein bisschen ausrichten. Und last but not least, Leute, ganz wichtig, ganz wichtiges Thema, Inspiration. Inspiration ist der Schlüssel zum Erfolg hier. Wenn du in einer Stadt wohnst wie Berlin, da kannst du vielleicht auf die Straße gehen, da gehst du nach Neukölln, da gibt es verschiedene Kulturen, verschiedene Kleidungsstile, alles völlig verrückt, da kannst du dir Inspiration holen. Wenn du auf dem Land wohnst, ist das ein bisschen schwieriger. Dann solltest du vielleicht mal ein bisschen bei Instagram gucken, ja, was machen die Leute denn so, die ganzen Fashion-Blogger auf Instagram oder vielleicht auf Pinterest, da kann man sich ganz viel Inspiration suchen. Und wenn du gute Inspiration bekommst von verschiedenen Seiten, ob es Zeitschriften sind, ob es auf der Straße in Berlin ist oder egal wo oder auf Instagram, Pinterest, dann hat das natürlich auch einen guten Einfluss auf deinen eigenen Stil und so kannst du natürlich auch schneller deinen eigenen Stil finden und kommst möglicherweise tatsächlich schneller ans Ziel. Und Leute, es muss kicken bei der Inspiration und ich sage euch, ihr sollt keine Styles kopieren oder irgendwas 1:1 nachstylen, sondern bei Inspiration geht es vielmehr darum, dass ihr euch zum Beispiel von verschiedenen Farben inspirieren lassen könnt oder von verschiedenen Stilrichtungen inspirieren lassen könnt oder vielleicht auch, wenn ihr jemanden seht, der geile Accessoires hat, die vielleicht in eure eigenen Styles mit einzubinden. Darum geht's bei der Inspiration. Und was dabei hilft bei der ganzen Inspiration, wenn man in diesem Dschungel von verschiedenen Styles und Outfits einfach gar nicht mehr durchblickt und vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, dann könnt ihr euch zum Beispiel einfach ein Moodboard erstellen und die verschiedenen Styles zusammenfügen auf einem Board und dann könnt ihr euch davon inspirieren lassen und habt immer alles auf einem Überblick. Und Leute, was ich jetzt abschließend nachdrücklich nochmal festhalten möchte. Bitte setzt euch bei der ganzen Sache nicht unter Druck. Ihr solltet den Prozess genießen, diesen Entstehungsprozess und den eigenen Style zu finden, macht ja auch Spaß. Niemand ist perfekt, jeder kann das tragen, was er möchte, aber genießt diesen Prozess, setzt euch da nicht unter Druck. Und jetzt wünsche ich euch allen da draußen einen wundervollen Weg und einen wundervollen Entstehungsprozess, um seinen eigenen Style zu finden. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.